Hallöchen, da sind wir wieder. So, wir machen uns jetzt auf den Weg zu den nächsten Außenposten. Da müssen wir nach hier reisen erstmal. Das ist auf dem Aufmarsch dahin. Dann können wir direkt schon mal den ersten Posten holen. So, und hoffen wir mal, dass es auch so klappt. Ja, gut, das wird ein bisschen problematisch da unten. Ich weiß nicht, ob wir das Dinge da brauchen oder so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber egal. Oder ist jetzt alles wieder luftfrei, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Gucken wir mal einfach mal. Das wichtig ist, glaube eher nicht. Wir können ja da Schnellreisen machen, also geht das relativ. Guck mal, da kommt. Oh. Was seid ihr denn hier? Oh, 20 sogar. Nur weiter so. Ah, gut, schon mal noch ein bisschen schwerer. Ah, ja. Ja, ja, bum bum. So kommst du näher, wenn du einen Pfeil im Bogen hast, du Trottel. Weg ist er. So, einmal nachladen. Seid ihr böse? Ne, ihr seid nicht böse, okay. War ein bisschen komisch gerade. So. Der Himmelhorch Außenposten. Der Ankati-Stamm hat ihm vor Ewigkeiten Leben eingehaucht. Mal sehen. Ein neuer Pinkelposten. So, ja, dann werden wir uns den jetzt mal angeln hier. Da ist der Herrscher über diesen Außenposten. Ach ja. Adjudepotano. Er hatte nicht mit einem Angriff auf seinen Außenposten gerechnet. Aber da du mit seinen Rivalen zusammenarbeitest, kann er es nachvollziehen. Nachvollziehen? Hätte nie eine Chance gehabt. Er hätte eine gewaltlose Lösung deinerseits vorgezogen. Das ist ihre letzte Verteidigungslinie. Sobald ihr Wächter fällt, kapitulieren sie. Kann er mich da treffen? Ein Riesenmeerschweinchen. Komm, hast schon verloren. Der Außenposten gehört jetzt deinem Stamm. So, haben wir erobert. So, wo gehen wir jetzt hin? Du hast sie geschwächt, aber sie geben nicht auf. Kennen wir doch schon. Deine Sifu dankt dir. Ja. Dein Stamm wird stärker. Soll mein Stamm stärker werden? Er sagt, deine Befreiung des Außenpostens war eine Glanzleistung. Du bist einen Schritt näher, den Spukab los, Sada. Sagt. Ja, komm, wissen wir alle schon. Meine Güte. So, ach, gibt's da keinen Pinkelposten? Oh, schade, kein Pinkelposten hier. Da oben auch nicht. Komm mal von da rüber. Hoffe ich mal, ne? Dann gehen wir hier hin. Sehen, ob wir den auch direkt erobern können. Wäre dann mal eine Folge, alle drei Posten in einer Folge. Wäre schon mega. Nee, ich will dich nicht ansprechen. Ich will die Posten erstmal haben. So, der ist irgendwo hier drüben. Gehen natürlich erstmal zu dem, dann zu dem. Warte mal, wir können ja Zicke rufen. Zicke! Hallo Zicke! Wie der Wind.
Immer ein bisschen schneller. Ach, Pinkelposten. Haben wir da gepinkelt? Mal gucken. Oh, Mist. Da war mein Handy. Vergessen lautlos zu machen. Naja, egal. Ich hätte doch dahin reisen können. Ah, na egal. So, auf geht's. Was hast du denn da vermacken? Ist da noch ein Pinkelposten? Mal sehen. Cool. Überhaupt nicht weit weg. Hätte gar nichts genützt eigentlich, der Pinkelposten da. Okay, dann machen wir uns mal. Sagt, es ist Zeit, den naja, komm, wir machen Schaden jetzt hier. Das kennen wir doch schon. Mal auch überspringen. Das ist die erste Verteidigungslinie. Kennen wir doch schon. Brennt, ich brenne auch. So haben wir. Kann ich das nicht machen? Hallo? Die Dorftrolle. Der schwelt bereits. Lang ordentlich zu. Okay. Ach stimmt, Bayer mit anbrennen. Ordentlich zu. Ja. Cool, wir kriegen keinen Schaden. Auch nicht schlecht. Eine Fassrutsche. Hau dagegen, damit ein Fass rauskommt. Schleudere es dann zum Tor und lass es explodieren. Sieht explosiv aus. Schieß drauf. Dann geht es hoch. Aber halte Abstand. Boom. Du bist drin. Nur weiter. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Hier kommt die zweite Verteidigungslinie. Oh, ist ja nix. Ist ja nix. So schnell besiegt. Nichts hier mehr. Ein Bombenlupfer. Das war ein Treffer. Das war's. Schön. So, wie komme ich jetzt da hoch? Ah, das ist eine Leiter. Ganz easy, komm mal da hoch. Ups. Falsche Taste. Also. So. Schön. Komm. Ist offen. Kannst wieder zurück machen. So.
sind hier ein bisschen Zeitdruck. Ich möchte gucken, dass wir überhaupt das in einen alles schaffen. Der Außenposten gehört jetzt deinem Stamm. Ja, sehr schön. Er sagt, du hast sie geschwächt, aber sie geben nicht auf. Das wissen wir ja. Dein Sifu dankt dir. Dein Stamm wird stärker. Ja. Das wissen wir ja schon. Er sagt, also. Deine Befreiung des Außen... Kampfhof? Sagt... Ja, können wir doch schon alles schon. So. Wir müssen jetzt hier runter. Am besten ist dann von hier aus. Na ja, dann sehen wir mal gucken, wie es läuft. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, also das klappt bestimmt. Jetzt muss mal gucken kurz. Wir müssen hier hoch. Zicke, komm her. Alle teilen das gleiche Schicksal. Auslöschung oder Überleben. Ach ja, wie machen das Ding? Keine Sorge. Wir holen uns den Posten. Mal sehen, was dann kommt. Ob da wieder nur so ein Posten kommt. Aber keine Ahnung. Oh, machen wir ganz schön Schaden. Pinkelbude. Pinkelfahne, komm her. Pinkelfahne, warte mal. Wie? Wieso konnte ich die gerade nicht sehen, die Pinkelfahne? Wieso geht das jetzt hier nicht? Hallo? Ah, okay. Sind wir verfolgt worden? Ist weg, danke. Einmal eine Runde schiffen. So, sehr schön. So, was müssen wir machen? Hallo. Sagt, sie haben auf dich gewartet, um mit ihnen. Ja, ich bin schon bereit, das wissen wir doch schon. Ja, ich kümmere mich schon. Warte mal, ist das unten durch? Ja, mach doch auf. Danke. Ah, okay. Damit hätte ich eigentlich rechnen müssen. Super effektiv. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Kleinen sind stärker als die Großen. Vergessen nachzuladen. Ganz rechtzeitig. So, haben wir das erst erledigt. Hier ist nichts. So unter die Erde gelangt man nicht alle Tage. Okay, alles klar. Rein da und sabotier den Filter. Noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Alles gut. Wir machen nichts falsch. Nö, hier ist nichts mehr, ne? Hier müssen wir durch. Ja, wäre empfehlenswert. Blitzschnell.
Gut, er gibt auch uns eigentlich also gut Erfahrungspunkte. Das ist schon die Hauptsache in der Hinsicht. Schnell, Schneider! Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Okay, das nervt eigentlich ein bisschen, ne? Wenn sich dann jedes Mal wiederholen. Nervt das schon ein bisschen. Tot. Pech gehabt, Jüngsche. Nur noch ein paar Versuche. Mach bloß nichts falsch. Das war's. Jetzt fließt schleimiger Klibber durch die Rohre. Okay, alles klar. Das ist extra wieder laden müssen. Der Außenposten hat wohl auf die harte Tour von dem schlechten Wasser erfahren. Der Außenposten gehört jetzt deinem Stamm. Also könnten wir schaffen. Er sagt, du hast sie geschwächt, aber sie geben nicht auf. Dein Sifu dankt dir. Dein Stamm wird stärker. Ja, Sifu. Ja, was ich nicht alles für dich mache. Findet deine Erinnerung des dritten Gegner. Wissen wir so. Der letzte Posten. Am besten von hier. Ah komm, das kriegen wir hin. Ob das jetzt 2 Minuten länger ist oder so, ist egal. Ja, kriegen wir hin. Oh, wir haben 2 Verbesserungen sogar. So, wo soll das denn jetzt hier sein? Hier oben. Müssen da hoch. Also, ich laufe voll komplett falsch. Ja, wir wissen, dass wir auch eine neue Stufe haben. Was machen wir gleich nach dem Posten? Wir müssen erstmal hier hoch. Ja, jetzt extra die Zicke zu rufen, da bringt jetzt auch nichts. Dann machen wir halt ein Minütchen länger. Ist auch nicht so schlimm. Erstmal eine Pinkelpause. Mal sehen. Brauchst nicht mal sehen. Späßes. Lass mal loslegen hier. Sifu. Sie haben auf dich gewartet. Bin bereit, komm. Wir wissen das doch schon. Einen Knallball gegen die Festung. Naja, wissen wir doch schon. Alles klar. Jetzt gehen wir noch den Knallball holen. Oder den Pulver, sagen wir mal so. Ziegelhütten wie diese waren ein Symbol für das Wachstum der alten Welt. Ich noch mehr. Oh Gott, ich bin gestorben. Oh, nicht schlecht. Oh, naja. Naja, gut. In 2-3 Minuten machen wir jetzt halt noch ein bisschen länger, das ist nicht schlimm. Na komm, lass schneller.
Auf. Geschwind. Da war ich nicht den Fehler. Ziegelhütten wie diese waren ein Symbol für das Wachstum der alten Welt. Peng, peng! Ja, können wir machen euch platt, ja. Keine Sorge. Keine Sorge. Du rammst mich. Erlaubt mich zu rammen. Ich kann mich da treffen eigentlich. Ja. Och ne, da sind noch mehr. Okay, richtig. Und das da. Das Schicksal ist schon komisch. Doch nicht immer bringt es einen zum Lachen. Hallo, kannst du auch mal laufen? Lauf. Okay, dann gehen wir uns jetzt den letzten Posten holen. Sifu! Kampflehrer, ich komme. Machen wir jetzt Knallbum-Bum? Zeit, den feindlichen Stamm zu befreien. Ja. Genau, so sieht's aus. Komm, ja, gut, alles klar. Datte. Ist komisch geworfen. Oh mein, ein 20er hier. Wie gesagt, dass du mich kicken darfst. Aber wir haben auch noch andere Sachen, ne? Also, wir können das auch noch mal einsetzen hier. Gibt auch noch mal ein bisschen. Eigentlich bringt das nicht viel. Hallo, muss schon hier runtergekommen. Ja komm. Sonder. Hier muss man lang. Der Megamuck in diesem Käfig könnte riesen, der hart arbeitet, kommt weiter. Nein, das muss bleiben. Ja. Siehst du uns? Nicht in die Quere. Wir brauchen nur hinterherlaufen. Ist von der Oberwelt abgeschnitten. Die Kabelkralle sieht stark genug aus, um ein Tor niederzureißen. Du musst nur richtig zielen, schießen, ob die an Kati glauben.
dass die Welt durch Zusammenhalt im Gleichgewicht bleiben wird. Sie halten unerschütterlich daran fest, die Stämme zu vereinen, um gemeinsam in die Zukunft zu schreiten. Jemand zu Hause? Er hatte gehofft, dass es nicht so endet. Es gibt keinen Grund, was... Ja, gibt's doch, komm. Aufmarsch. Hast keine Chance. Erledigt. Der gegnerische Sifu ist bezwungen. Das Schicksal ihres Stammes liegt in deiner Hand. Du bestimmst über ihr Schicksal, doch die Folgen deiner Entscheidung musst du tragen. Er überlässt dir die Entscheidung. Ja, anschließend. Es ist eine wissen wir schon. Sie stehen beisammen, bis Ordnung und Stabilität wiederhergestellt sind. Du musst den gegnerischen Außenposten erobern und den Stamm so sehr schwächen, dass du den gegnerischen Sifu herausfordern kannst. Okay, jetzt kommt wieder mal ein komplett neues Gebiet. Alles klar. Oh. Sieht es aber mal hart im Nehmen aus hier. Ich mache mal Blatt. Dein Sifu ist zufrieden. Die Vereinigung der Stämme rückt immer näher. Zu schade, dass es nur mit Gewalt ging. Doch er sorgt sich immer noch um das Schicksal der Welt. Glaubt, dein Krieg basiert auf dem Prinzip, dass der Zweck die Mittel rechtfertigen wird. Er sagt, seit eurer ersten Begegnung bist du viel stärker geworden. Du weißt besser als sonst irgendjemand, dass das Schicksal der Welt auf dem Spiel steht. Das Schicksal der Welt hängt vom Triumph des Guten ab. Noch steht der Baum des Lebens und es liegt an dir, dafür zu sorgen, dass es bis zum Ende so bleibt. Hoffen wir mal. So, aber dann ist auch die erste Folge wieder vorbei. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen da lassen und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.